herzlich willkommen zum Nachrichten 25 an 6, Ihrem lokalen Nachrichten. Ich heiße Felix Butler und jetzt haben wir ein Wetterbericht erster mit Axel Kane. Danke Felix. Gestern das Wetter war ein bisschen wolkig und neblig in den Morgen, aber am Nachmittag es war sonnig. Die Höchsttemperatur war 31 Grad Celsius und die Tiefsttemperatur war 17 Grad Celsius mit Wind Nordost. Der heutige Aussichten ist ein bisschen wolkig. Heute Abend wird es eine Chance Regen werden. Die Höchsttemperatur ist 21 Grad Celsius und Tiefsttemperatur ist 10 Grad Celsius mit Wind Südwest. Morgen werden wir sehen ein bisschen Warmwolke. Morgen Nachmittag werden wir sehen Schauen. Die Höchsttemperatur werden 16 Grad Celsius und die Tiefsttemperatur werden 7 Grad Celsius. Wind wird aus dem Westen werden. Übermorgen werden wir sehen ein wenig Wolken mit Regen. Die Höchsttemperatur sind 17 Grad Celsius und Tiefsttemperatur sind 9 Grad Celsius mit Wind aus dem Nordwest. Nun kommen wir zu unserem Bericht-Reporter gehen mit Überschwemmung Nachrichten. Hallo. Hinter mir ist Bradley Straße. Die Überschwemmung hat außer Kontrolle geraten. Cook, ein Feuerwehrauto. Es geht in den Illinois Fluss. Kaspar, das ist alles für das Wetter für heute. Ich danke Ihnen für das Ansagen. Wir sind gleich zurück.